Oh, hey da. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es ist nicht so überbelichtet. Sieht in der Kamera nämlich so aus. Neue Woche, neue Spezialforschung. Pokémon Go ist am Start. Es ist irgendwie immer was. Heute wäre auch. Okay, es ist gar nicht neue Woche, es ist Dienstag schon. Montag war Feiertag, sorry, Leute. Ein intuitiver Held. Eins von vier schon mal erledigt. Sachen, die man einfach so im Alltag gemacht hat. Ich habe schon mal von Leak Duck das auf Twitter gesehen. Ich habe gesehen, irgendwann muss man wieder fünf Eier brüten, richtig leiden, wieder Bonbons mit dem Buddy sammeln, richtig leidend. Heute, ja, heute entspannt, ich hatte ein paar Sachen zu erledigen. Heute haben wir nicht die Spotlight Hour gezockt. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Pokémon am Start war. Es hat auch bösartig geregnet, also das Wetter ist momentan echt schlecht, also Bock hatte ich eh keinen. So. Hier nur noch abholen. Tada! Brüte ein Ei aus, das geht noch. Ja, laber weiter. Verwende 15 Himbeeren, geht auch. Geht 20 Pokéstops, geht auch. Brüte ein Ei. Ich habe 6,5 von 12, heißt noch 5,5. Wir sehen uns Donnerstag oder so? Shit, ey. Jo, ist der nächste Tag. Brauche noch 15 Himbeeren und immer noch das Ei. Deswegen habe ich mir auch Zeit gelassen mit den Himbeeren, weil solange ich das Ei nicht gebrütet habe, das Ei braucht noch 1,8 Kilometer. Ich gehe jetzt eine Pizza testen für meinen Hauptkanal. Oder meinen Vlog-Kanal. Sagen wir mal Vlog-Kanal. Ich kann den kleineren Channel nicht den Hauptkanal nennen. Sind wieder zu Hause. Ich glaube, das Ei ist nicht geschlüpft. Was ist da los? Hin- und Zurückweg? Ich habe nichts, keine Benachrichtigung erhalten. Digga, ich war einkaufen. Das hat nur 400 Meter getrackt. Was ist das? Ich habe schon mal ein paar andere Inkubatoren reingeschmissen, weil. Muss ich da nach 5 oder 3? Ich glaube, 3 Eier brüten 5 Kilometer, also 5. Bonbons sammeln. Wie leidend ist dieses Zeug mit den Eiern? Allgemein, dieses ganze Event. Anscheinend gibt es irgendein neues Pokémon. Vom Brüten, aber das soll richtig selten sein. Auch diese ganzen Quests, Digga. Brüte Eier, dauernd nur am Wegschmeißen. Richtig leidend. Oh, guten Morgen. Bonjour. Es ist jetzt Donnerstagmorgen. Montag hat es, glaube ich, angefangen, also Tag 4. Ich habe das Spiel aufgemacht und das Ei ist geschlüpft. Das heißt, wir können endlich weitermachen. Ich pack's auch gleich direkt ins Gym gleich. Castadur als Belohnung. Superbälle abholen, Rauch abholen. 2 von 4 geschafft. 20 Chanera-Bonbons. 2000 EP. Und jetzt müssen wir 30 Pokémon fangen. Machbar. 5 Kilometer laufen und auf einen Buddy switchen, der nur 1 Kilometer braucht, um 5 Bonbons zu bekommen. Und 3 Eier brüten. Aber ich habe ja schon vorausgedacht und. Hab 3 Eier drin und brauche für die noch 3,2 Kilometer. 5 Kilometer, 5 Kilometer. Also die Eier sind eigentlich egal, weil ich muss so oder so 5 Kilometer gehen. Oder warte, was? 5 oder 3? Auf 5. Digga. 5 Kilometer, Mann. Das ist so ein Leiden. Ich habe das eBay-Format wieder rausgehauen. Falls ihr den habt, was ich noch von früher mal auch aus Nostalgiegründen. Für den Nostalgiefaktor nochmal raushauen kann, wie Max of Monday oder so. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es ist Freitag, Tag 5. Brauche noch 1 Kilometer. Jetzt vielleicht 900 Meter, Mann. Es ist so leidend. Morgen ist Quest Day, ich versuch's mal. Und dann ist das Yu-Gi-Oh! Turnier von Chong. Und am Abend ist UFC und so. Dann kommen die Jungs immer zu mir. Ja, dazu auf meinem Vlog-Kanal. Okay, jetzt erstmal ein Döner essen mit dem Kollegen. So, ich habe den Döner mit dem Kollegen verschlungen. Er hatte Mittagspause, dann sind wir noch ein bisschen rumgegangen. Ich hoffe, die Kilometer reichen. Hat mir von seinem Japan-Trip erzählt. Mein Gott, Japan. Auf jeden Fall reicht es, um ein Ei zu brüten. Das heißt ja eigentlich auch, es müsste reichen für ein Bonbon vom Buddy. Ja, mein Gott, endlich. Digga, es war so leidend. Und das alles für eine Elekid oder was? Elekid.
Ey, das ist shiny. So, das war's von mir, Leute. Leidende Quest, wirklich richtig leidend. Die letzte Woche war auch leidend. Ständig nur gehen und Kilometer sammeln und brüten und Kumpel-Buddy-Bonbons, mein Gott. Sind diese Spezialforschungsdinger immer so leidend? Macht gar keinen Spaß, wirklich null Spaß, Mann. Ich bin echt mega enttäuscht. Ja, ansonsten, bei mir geht gerade nicht so viel. Ich bin ziemlich fleißig am Reels schneiden. Kommt auf TikTok und also Reels auf Insta. TikToks halt und YouTube Shorts auf meinem Vlog-Kanal halt. Ist ganz interessant. So auch eine kreative Challenge, alles in einer Minute zu komprimieren und reinzupacken, die Essenz. Vielleicht kommen auch Pokémon Go Shorts. Mir würde aber nicht allzu viel einfallen. So ein paar 100er Highlights, Shiny Highlights oder so. Natürlich 100er Mewtwo X-Ray und sowas. Paar Sachen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das war's von mir, Leute. Und dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Team Instinct halt. Digga, wenigstens Shiny Alakid bekommen. Das war's von mir, wie immer. Und morgen Raid Day. Ich versuch's. Während der Zeit, wo ich weg war und Road to 50 gemacht habe, hatte ich ja Raids gebraucht und es waren auch ein paar Raid Days. Und ich bin dann in die Innenstadt gefahren. Zu Eventbeginn. Nobody. Nobody. Und ja. Ich habe keine Raid-Gruppen mehr, deswegen. Ich will aber auch, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Also, ich will nicht so wirklich wieder Back sein. Ich spiele das ab und zu halt und wenn ich raiden will, dann raide ich halt, falls es klappt. Aber ich will jetzt nicht so wirklich voll rein. Schauen wir mal, ob was geht. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Pokémon Go ist serious business. Check das Video vom letzten Mal ab, Mann. Das war richtig serious business. Ciao.